Was kann ich gegen O-Beine beim Laufen tun? Wenn deine Kniegelenke beim Laufen weit auseinander stehen, hast du wahrscheinlich ein O-Bein. O-Beine führen zu einer vermehrten Belastung an der Kniegelenksinnenseite. Dies kann zu Meniskus- und Knorpelschäden führen. Auch das Läuferknie, also die Überlastung an der Kniegelenksaußenseite, ist bei O-beinigen Läufern häufiger. Mit diesen beiden Übungen kannst du deine Beinachse optimal stabilisieren. Die Adduktoren, also die Schenkelanzieher, kannst du hervorragend mit dem Superband trainieren. Dieses Band befestigst du an einem Fixpunkt und ziehst dann das Bein gegen den Widerstand des Bandes an den Körper heran. Du machst 15 Wiederholungen in 3 Durchgängen für jede Seite. Du kannst die Adduktoren außerdem während der Kniebeuge mittrainieren, indem du einen Ball zwischen den Knien zusammenklemmst. Bei dieser Übungsausführung werden die Adduktoren während der gesamten Bewegungsamplitude der Kniebeuge mit angesprochen. Mache bitte 15 bis 20 Kniebeugen in 3 Durchgängen, jeweils mit dem geklemmten Ball zwischen den Beinen. Mit diesen beiden Übungen stabilisierst du deine Beinachse hervorragend und hilfst Beschwerden durch das O-Bein vorzubeugen. Wenn du diese Tipps beachtest, läufst du schneller, leichter und schmerzfrei mit dem Running Dog.